Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Bestandteil an unserer Schule. Sie ist gar nicht wegzudenken, weil viele Dinge im Alltag alleine dadurch, dass unser Schulsozialarbeiter da ist, sich regeln und besprechen lassen und wir im Vorfeld natürlich auch eine ganze Menge an Projekten, Präventionsarbeit, gemeinsam denken, das Schuljahr gemeinsam planen und insofern er jeden Tag und in jeder Woche des Schuljahres unabdingbar ist für uns. Weil Schulsozialarbeit immer für alle Schülerinnen und Schüler erreichbar ist und weil bei Problemen und Fragen immer geholfen wird. Und das gilt auch für alle Eltern und Sorgeberechtigte, die eine Frage oder ein Problem haben. Wichtige Projekte im Klassenverband sind für mich die Präventionsprojekte von Alkohol, Sexualität und Drogen, aber auch das wichtige Thema der Demokratie projizieren wir bei uns über den Klassenrat mit dem Erlernen der Strukturen, wie man mitbestimmen kann. Mein Alltag als Schulsozialarbeiterin sieht so aus, dass ich vorrangig Einzelfallhilfen hier in Schule bearbeite. Das heißt, ich lade Kinder zu mir ein, die führen Gespräche, ich habe Elterntermine. Ein großer Bestandteil ist auch das multiprofessionelle Fachteam mit den Kollegen hier an Schule, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Darüber hinaus werden einfach auch einmal im Monat Gespräche mit der Schulleitung geführt. Also benachteiligte Schüler profitieren schon auch von der Schulsozialarbeit, weil wir die Möglichkeit haben, Themen aufzugreifen, die eben Lehrer und Lehrerinnen und Horderzieher und Horderzieherinnen nicht in ihrem Arbeitspensum aufgreifen können. Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter hier an der Schule sind jederzeit für die Schüler ansprechbar, sind jederzeit Partner, Begleiter, Zuhörerinnen und können, wenn die Schülerinnen und Schüler Probleme von zu Hause mitbringen, sofort reagieren und sind bekannt. Deshalb ist die Hemmschwelle auch relativ niedrig, angesprochen zu werden. In den letzten 10 Jahren, während der Laufzeit dieses Landesprogramms Schulsozialarbeit, ist das Programm stetig ausgebaut worden. Das heißt, wir haben viel mehr Gelder für die Schulsozialarbeit in Erfurt und auch in allen anderen Städten und Landkreisen. Und das heißt, dass wir viel mehr Kinder erreichen können, die dieses Angebot nutzen können. Und durch die Rahmenbedingungen im Landesprogramm, da haben wir zum Beispiel eine tarifgerechte Bezahlung, ist das natürlich auch sehr attraktiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also was ich am Landesprogramm der Schulsozialarbeit in Thüringen so besonders finde, dass es eines der wenigen Programme ist, wo das im Landesgesetz quasi verankert ist, wo das auch langfristig festgeschrieben ist. Und das ist schon eine Besonderheit, wenn man so auf die anderen Bundesländer in Deutschland schaut. Eigentlich eher einmalig.